You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Stjami hier und willkommen zu einer weiteren Folge der Iron Man Challenge. Wir sind unterwegs mit Rambo und müssen jetzt hier die ganzen Drachen aufräumen. Das ist nämlich die Vorquest, bevor wir überhaupt hier in der Mitte zu diesem Riesenberg hin müssen, wo es dann im Endeffekt richtig abgeht. Ich habe Angst, wenn ich hier pulle, vor allem weil hier so viel auf einem Haufen steht. Aber ich muss da in die Mitte rein, weil ich die hier brauche. Aber er sollte eigentlich wieder, wie beim letzten Mal, ja, genauso habe ich mir das vorgestellt, extrem viel Schaden machen. Das heißt, wir pullen hier gleich wieder mit dem Moonfire. Schauen wir mal. Was macht der einfach mit seinem Bogen, Mann? Der gibt ihm halt fast... Der macht halt zwei Schüsse und der Gegner ist down. Wenigstens aggron die denn dann immer. Wobei der erste Feuerball geht noch auf mich, oder? Ne? Macht gar keinen mehr auf mich. Das heißt, wir aggron die jetzt einfach so, bis der einmal geschossen hat, weil dann hat die eh aggro. Genau, und jetzt können wir eigentlich warten oder ihn heilen, was auch immer. Ups. Muten wollte ich mich eigentlich gerade nicht. Welpenbänderin. Wow. Was ist jetzt los, Alter? Wo kommen die jetzt alle her? Warum habe ich auf einmal so viel HP? Bin ich gerade vorher von... Oder bei der letzten Folge? Gerade vorher. Ich nehme gerade zwei am Stück auf, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber hatte ich nicht gerade eben noch irgendwie 3000 HP in der letzten Folge? Und jetzt habe ich 6000? Was ist jetzt passiert? Warum gibt es auf einmal so einen derben Boost mit meinem Life? Aber die Gegner haben nach wie vor nur 2000. Okay, hier kommt so eine Patrouille durch. Ich muss die eigentlich hier nicht gleich killen. Eigentlich kann ich einfach zur anderen Seite rüberreiten, weil die habe ich ja sowieso schon. Ich muss hier sowieso die großen NPCs killen und von den kleinen Mobs sollten eigentlich noch mehr als genug da sein. Ich brauche hier nur 25 Stück davon. Aber ich freue mich schon auf die Endquest. Vielleicht wird die Folge, schon mal vorweg eine Warnung, vielleicht wird die Folge ein bisschen länger, weil ich irgendwie Bock habe, das Questgebiet hier nämlich noch fertig zu machen. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wie lange ich jetzt für die letzten paar Quests dann brauche hier. Aber viele sollten es nicht mehr sein. So, aber hier räumen wir ein bisschen auf. Ich will das denn mal mit... Hey, Mann. Ich würde gerne mal sehen, wie der mit dem Messer rangeht oder so. Oder? Ah, jetzt. Hey, wie schnell der einfach schlägt und er macht halt mit jedem Hit 400 oder 600 Damage. Gibt's halt nicht. Jetzt räumen wir hier ein bisschen auf, damit wir unsere Kills nach vorne bringen. 1500er Crit schon wieder am Start. Ah, nicht zu weit rein. Ich stun den halt und... Der Stun ist halt nicht mal eine Sekunde drauf und der Gegner ist halt schon tot. Weil Rambo hier wieder durchdreht, keine Ahnung was. Vor allem, das Lustigste ist, man muss bei diesen Quests, wenn ihr mal, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr noch nie im Rotkammgebirge gequestet habt, questet mal komplett durch bis zur Endquest und achtet einfach mal auf die Ansagen, die der NPC dauernd macht im Chat. Achtet einfach mal darauf, was er die ganze Zeit für eine Scheiße labert. Der hat halt nur irgendwelche Quotes von Rambo oder schreit die ganze Zeit nur. Ah. Ich finde den halt so lustig, man. Keine Ahnung. Er ist zu geil. Ich feiere solche Quest-NPCs. Gibt aber mehrere Quest-NPCs, die mega cool sind. Aber das ist definitiv einer meiner Favoriten, vor allem weil man ihn, wie gesagt, als Allianz-Spieler im Rotkammergebirge sieht und hier als Hordler oder Allianz-Spieler sieht man ihn dann auch nochmal hier. In der brennenden Steppe. Mega geil gemacht. Aber wie viele Drachen hier einfach sind. Ich sage, du musst hier eh nicht beim ersten alles clearen. Wir müssen halt noch drei von den großen killen. Einmal den hier und dann noch zwei. Das heißt, ich kann eigentlich... Ich glaube, ich kill die zwei hier vorne noch und dann machen wir mal den großen und dann gehen wir wieder weiter. Sonst bin ich hier bei keine Ahnung wie viel 100 Drachen, bevor ich überhaupt drüben bin. Aber ich kriege hier trotzdem 480 EP pro Mob, obwohl der hier eigentlich die ganze Arbeit macht. Das heißt, zum Grinden wäre das ja auch gar nicht so blöd. Den taggen wir noch, wenn er gerade hier rumpatrouilliert. So, 17 von 20. Ah, von 25 sollte fast reichen. Den stunnen wir gleich mal wieder. Schauen wir, was er macht mit ihm. Der Stun läuft. Jetzt aus. Da will ich nicht drin stehen. Rambo tankt das. Kein Ding, Mann. Ich hoffe nur, dass er nicht irgendwie despawnt oder mittendrin im Kampf stirbt, sonst habe ich ein Problem. Ach, deswegen habe ich so viel Life, lol. Ich wollte schon sagen, ich habe Befehlsruf-Buff, what the fuck. Gut, dass ich das gerade überhaupt nicht gecheckt habe. Aggro der die, ja, gut. Dann muss ich die wohl killen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja.
Das will ich halt eigentlich aufmachen können, jetzt ist auch schon egal. Versuchen wir wieder ein bisschen was zu skippen, dann killen wir hier wieder den Cross. Ich traue mich hier nicht durch. Achso, ich muss hier rüber. Okay, das passt schon. Weil wir müssen ja... was war das? Ein Stab? 42. 31, 28. Der ist schneller, aber halt macht weniger Schaden. Warum das denn? Nein, den will ich nicht. Ich will lieber... Da sind mir mein Schaden auf meinen Main-Ability ist irgendwie wichtiger, als dass ich mehr Auto-Hits mache, muss ich sagen. Weil die Auto-Hits machen jetzt nicht so mega viel Schaden bei mir. Ich glaube, ich gebe dem einfach nur Bleedings. Verpiss mich hier ein bisschen. Wow, 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 was macht der da? Der dreht durch. Dugner Blutschlund. Hat sich ausgeblutet. So, wen brauchen wir noch? Einen brauchen wir noch, der ist ganz drüben. Jetzt kriegen wir nur noch ein paar. Ich brauche nur noch 5 Stück hier. Sind wir schon wieder fertig mit den Rambo-Quest hier. Ne, wobei noch nicht ganz. Kommt noch einiges. Kommt noch ein paar lustige. Wo er wieder durchdreht am Ende. Bei der Allianz fährt man da auch mit dem Panzer? Ah, mit dem Panzer fliegt man da auch mit dem Drachen? Ich glaube, das ist bei beide. Ich glaube, das hat mit Akride hinten zu tun. Ich glaube, wir laufen vorher erstmal noch so durch. Ach, ich aggro hier halt alles. Wenn ich einfach nur so durchrenne mit dem. Ich will halt nicht drauf gehen beim Durchlaufen. Das sind halt so viele Gegner. Du kannst hier mega geil Leder farmen, weil die alle, die geben alle dieses unverwüstliche Leder. Kann man, glaube ich, aktuell noch halbwegs brauchbar verkaufen. Ich glaube, das ist nicht so wenig wert. Was macht der? Der dreht alleine durch dahin. Ach, das kann ich direkt bei ihm abgeben. Okay, ich dachte, ich muss dann wieder alles zurücklaufen. Das ist aber praktisch. Ach, der killt hier schon wieder einen. Taggen wir mit, damit wir volle EP kriegen hier. Und dann taggen wir den hier. Schauen wir, dass der zweimal schießt, bevor ich anfange. Oder zuschlägt. Zuschlagen geht auch immer. Rüstung um 20% verringert. Okay, dann mache ich auch Damage, wenn er den Debuff hat. 10.000 EP, nochmal 10.000 EP. Folgequest gibt es keine. Ich glaube, die kriegen wir erstmal mit Akride gelabert haben. Das einzig Positive, Rambo bleibt an unserer Seite. Das heißt, sollte ich pullen, bin ich immer noch safe, hoffentlich. Ja. Mal halbwegs mittig durch überall, dass ich nichts adde. Aber wir sind schon wieder fast 55. Jetzt geht's ordentlich voran hier. Wo ist er? Da ist er, Akride. Gerettete Welblinge. Genau. Kehrt zu Oberst Trottmann in Morgens Wach zurück. Okay, jetzt müssen wir erst zurücklaufen, aber wir kriegen dafür wenigstens wieder 8000 EP. Das heißt, dafür, dass wir hier einfach nur Botenjungen spielen, werden wir hier wieder ordentlich mit EP belohnt. Aber der Weg ist natürlich dementsprechend weit. Geht sich ein Level-Up auch aus 8000? Ja, das geht sich aus. Nice. Sind wir schon 55? Mit dem letzten Level haben wir ja durch Krallenhieb unseren Slow erhalten. Ich glaube, jetzt gibt es aber vorerst mal nichts. Weil jetzt haben wir vorher, in der letzten Folge, glaube ich, war das, haben wir Krallenhieb erhalten. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Krallenhieb machen, dann kriegt das Ziel so einen Debuff, dass es um 50% langsamer läuft. Das ist schon mal sehr geil. Auf 56 gibt es Schreddern Rang 3. Wow. Hauptsache, die haben die Ränge wieder eingefügt. Damals wollten die sie nicht mehr haben und jetzt gibt es halt wieder. Wenn Schreddern aus der Verstohlenheit heraus eingesetzt wird, verursacht die Fähigkeit 50% mehr Schaden und die kritische Trefferchance ist verdoppelt. Das heißt, ich habe 30% Crit. Das geht. Vielleicht wird sich dann sogar, wenn das dementsprechend viel Schaden macht, wird sich sogar lohnen, anstatt eines Stuns zu machen. Wobei Stun ist halt immer die sichere Variante, vor allem bei der Iron Man Challenge. Ist halt besser immer auf Nummer sicher gehen. So, wo ist er? Da ist er. Oberst Trottmann. Level up. Nice. Genau, jetzt kommen wir zu den Quests mit dem beim Berg, wovon ich die ganze letzte Folge, glaube ich, gelabert habe. Inventar ist voll. Gut, dann verkaufen wir erstmal wieder alles. Ich brauche hier nichts. Das hier darf ich benutzen. Das Pad darf ich nehmen. Pads darf ich lernen. So. Anziehen durch eh nichts. Nee. Hand mach mal lieber weg von der Tastatur. Ne, dass ich aus Versehen irgendwas equippe hier. Alles verticken. Brauchen wir nichts mehr. Gold haben wir schon. Das soll sich bald mal ausgehen dann fürs Fliegen gleich in Burning Crusade. Muss schauen, dass ich mir nicht unbedingt Fliegen für hier hole, also für östliche Königreiche oder Kalimdor, weil das brauche ich vorerst nicht. Das Gold werde ich im Verlauf noch zusammenkriegen, bis ich in Kataklysm angekommen bin, falls ich dort ankomme. Vorerst ist es wichtiger, dass ich erstmal in der Scherbenwelt normal fliegen kann und dann als nächstes halt in Nordend. Das sind die zwei wichtigsten.
dass ich bei den wichtigsten Quest-Hubs unbedingt fliegen kann. Ich glaube, wir gehen zuerst unten rein. Ich glaube, ich kann eigentlich alles durchstealthen. Ich muss jetzt die ganze Zeit in diese Höhlenkomplexe rein. Deswegen sage ich ja, ich vertue mich da immer mega. Weil man halt nie weiß, wo man jetzt hin muss. Warte mal, bin ich jetzt schon beim Eingang vorbeigelaufen? Nein, der war da vorne. Okay. Warte, wird das jetzt echt bei den einzelnen Eingängen markiert? Nee, doch nicht. Das wär zu schön gewesen, wenn das wirklich so wäre. Aber da oben ist der erste, okay. Komme ich da hoch? Ich glaube. Oder? Hä? Der Struggle. Ich glaube, der Höhleneingang war das. Bin mir nicht ganz sicher. Schauen wir einfach mal. Gehen wir einfach mal durch. Die Schädelhöhle. Da vorne sollte eigentlich der erste stehen, oder? Hey, hier ist halt so viel los, Mann. Warte, haben wir nicht wieder die Verkleidung? Ach, wir haben die Verkleidung wieder bekommen. Ich traue mich, die nur gerade nicht anzuziehen. Wo steht... Warte mal, in der Höhle war der hier nicht, oder? Ich glaube, da mussten wir erst ganz zum Schluss hin. Ja, da mussten wir erst ganz zum Schluss hin. Das mit Drachenlord. Ich sage, das ist so behindert gemacht hier, weil du halt nie weißt, in was für eine Höhle du jetzt rein musst. Das wäre halt geil. In Legion gibt es bei der Karte einige Höhlen, wo du auf die Höhle fahren kannst und dann leuchtet dieses Höhlensymbol. Wenn man das irgendwie hervorheben könnte, in welche Höhle du reingehen musst, dass halt dieses Höhlensymbol irgendwie leuchtet, dann tut man sich ein bisschen leichter, dass man das hier findet. So, erstmal Verkleidung anziehen. So, jetzt kann ich hier reiten auch, oder? Oder steht der draußen? Einer von denen stand draußen, oder nicht? Nein, warte mal, wo war denn der? Wo war denn der? Ich glaube, der ist in einem anderen Höhlenkomplex. Ich glaube, der ist komplett unter mir gerade. Gehen wir auf die komplett andere Seite rüber. Vielleicht finden wir da irgendwen. Steht halt nur auf dem Schreckensfels immer. Oder? Okay, eins war auf jeden Fall unten bei dem Haupteingang, bei der Höhle da vorne. Die Höhlen passen halt mega nett zu dem restlichen Gestein hier. Warum ist das Gestein hier weiß, wenn das hier komplett schwarz ist? Das kann nicht so eine frische Höhle sein. Dass die Steine alle von innen sind. Wobei, das hier geht ein bisschen dunkler hier. Ofen der Feuermägen. So, jetzt schauen wir hier mal rein. Hier sollte irgendwo... Da vorne haben wir einen. Wunderbar. Nummer 1 haben wir schon mal gefunden. Das wird der General, den wir vorher auch schon gesehen haben. Das heißt, die NPCs, mit denen wir hier im Laufe der Geschichte zu tun haben, in der brennenden Steppe, die ziehen natürlich immer mit uns mit. Jetzt haben wir denen hier einmal das Essen gebracht. Kommt schon, Jungs, lasst uns essen. Mein Lieblingssoldat hat genug für jedermann mitgebracht. Nice, ich bin sein Lieblingssoldat, Mann. Gehen wir hier gleich wieder raus. Oder muss ich hier ganz rein? Nein. Schauen wir mal nach oben. Hier sollte irgendwo ein Weg nach oben führen. Wo haben wir es denn? Warte, muss ich jetzt wieder alles zurücklaufen? Okay, die attackieren uns ja. Ja, ich muss, glaube ich, einmal komplett außen rumlaufen. Schauen wir einfach mal. Ich weiß es echt nicht mehr. Kann sein, dass ich jetzt gefühlt hier eine Stunde lang nur die Quest-NPCs suchen gehe. Ich will nicht diese Steinelis hier pullen. Ich habe Angst, dass mich irgendeine die Verkleidung runterboxt oder so. Ah, hier geht's hoch, okay. Oh, die halten Händchen. Gay. Gibt's überhaupt weibliche Oger? Ich glaube nicht. Wie pflanzen die sich fort, Mann? Genau, hier oben ist der Oberkommandant drinnen, oder? Oberster Hexenmeister. 4000, er kriegt hier irgend so eine Hexenkugel, was auch immer. Und der letzte ist wo? Warte mal. Die Flammkin. Badada. Die Hexenmeister Schwarzwaldskran üben oft in der Schädelhöhle. Östlich des Schreckens, denke ich. Ah, das müsste dann eigentlich die Höhle gewesen sein, wo ich vorher drinnen war, oder? Aber wo war dann der Quest-NPC? Der wurde mir nämlich in der Höhle noch nicht angezeigt. Ja, weil jetzt ist das hier rüber gepoppt. Okay, der muss auf jeden Fall hier oben drinnen sein. Weil das war doch die Schädelhöhle, oder nicht? Ja, Schädelhöhle. Das muss irgendwo hier drinnen sein. Wahrscheinlich oben rum oder so.
sprinten wir einfach mal durch. Vielleicht finden wir den irgendwo. Oder vielleicht kann ich jetzt erst, wahrscheinlich kann ich jetzt erst mit dem NPC interagieren, der vorher halt da vorne stand, oder? Weil ich nicht verkleidet war. Ja, natürlich, ey, Mann. Ich hätte halt einfach nur die Verkleidung anziehen sollen. Was hat der für eine Waffe? Warte, was? Was ist das für eine Waffe gerade? Ach, das ist die Stangenwaffe. Okay. Das sah gerade irgendwie aus wie so ein Abklatsch von dieser Axt. Meldet euch bei Oberst Trottmann in Morgenswacht in der brennenden Steppe. Das heißt, jetzt geht's wieder auf zurück. Jetzt müssen wir das dann wieder abgeben. Kriegen wir jetzt schon das mit dem Drachenfliegen? Nein, ich glaube, das ist zu früh. Weil im Endeffekt haben wir denen jetzt allen irgendeinen Scheiß untergejubelt. Ich glaube, das Fleisch war vergiftet oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall müssen wir zum Ende hin dann alle diese NPCs killen. Zuerst müssen wir hier die Belagerung oder die ganze Armee niederreißen, indem wir halt mit diesem Drachen alles wegbomben. Und danach mussten wir halt die Oberanführer noch, die sich versteckt haben. Die Feiglinge, die mussten wir dann auch noch killen. Aber das war dann ohne den Drachen, glaube ich. Aber laufen wir erstmal zurück, schauen wir gleich mal. Mir kommt vor, da war noch irgendwas. Deswegen, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange die Folge wird, aber ich will auf jeden Fall die Questreihe hier noch unbedingt fertig machen. Damit wir das hier endlich mal abschließen. Flammenfliege. Nix adden. Immer durchdancen zwischen den Mobs hier. Ich finde den Roboschrei dazu geil, Mann. Ich mag dieses Springen mega. Vor allem, wenn du nach oben springst und der mir das Bein hinten so rausstreckt. Wo sind wir an? Da vorne. Ja, schon wieder eine Quest, die grau angezeigt wird. Ich glaube aber, das ist wieder eine Instanzenquest. Töte 200 Eindringlinge. Doch, jetzt kommt das mit dem Drachen. Jetzt kommt in der Zwischenzeit auf dem Schreckensfels. Schauen wir einfach mal. Wo sind sie denn? Wie lang diese Kamerafahrt einfach ist. Die ist mega fail. Ah, jetzt, ah. Wie er da steht. Das soll eigentlich so wie mit den Händen so in dem Rücken, aber das sieht mega weird aus. Wir sind fast bereit, diesen Kampf zu beginnen. Was ist los? Warum bedeckt ihr eure Hinterteile auf diese Art und Weise? Was? Kein besonderer Grund. Es ist nur etwas, ist wirklich nicht in Ordnung mit meinem Magen. Ich glaube, etwas war, was ich gegessen habe. Der Boy, jetzt wissen wir, warum er das macht. Weil wir ihm die Wichtel gefüttert haben, oder? Warte, habe ich ihm das? Ne, ihm habe ich das Fleisch gegeben, okay. Der hat jetzt irgendwie, glaube ich, Dünnschiss oder so. Diese Wichtel, die ihr hergebracht habt, sind auch aufgewacht und haben angefangen, auf alles und jeden Feuerbälle abzufeuern. Das war das reine Chaos. Hergebracht? Aufgemacht? Wovon sprecht ihr? Seid ihr von Flammkin angegriffen worden? im Endeffekt haben wir den halt immer nur, wie gesagt, Scheiß untergejubelt. Was hat der für einen Stab gerade? Der Stab ist irgendwie not bad. Den habe ich noch nie gesehen. Weiß zufällig irgendeiner in den Kommentaren gerade, was das für ein Stab ist? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den Stab irgendwann mal gesehen habe. Jetzt machen die sich halt kampfbereit. Benutzt schnell die Kugel der Herrschaft, bevor sich der Grubenlord, bla bla. Das konnte ich nicht mehr lesen. Oh, da kommt der Grubenlord. Ihr Anführer für ihre Armee. Sorgt hier für Schrecken. Ja, jetzt, glaube ich, spaßt das nur noch ab und fährt wieder zurück, oder? Geht das jetzt noch weiter, oder? Der Grubenlord ist frei, wir sind verloren. Okay, wissen wir alles. Wir fangen jetzt an normalerweise. Kann ich das jetzt einfach benutzen? Nein, ich muss vorher noch in den Radius reingehen. Und dann dürfte ich hier eigentlich mit dem Drachen. Ruft einen Obsidian getarnten Drachen herbei. Das sollte eigentlich Akride sein. Wow, hier geht's richtig ab. Jetzt. Jetzt können wir einfach reinballern. Ein paar sind in Panik, ein paar gehen schön in Formation. Die Information können wir natürlich leichter killen. Das ist ein guter AOE, ja, ja. Müssen wir nicht direkt drauf aimen. Können wir easy going alles fertig machen hier. Nein, bleibe ja hier. Cool ist, dass man halt schon fliegen kann mit dem Ding. Es geht halt verdammt schnell, das hier fertig zu machen. Und die letzte Quest, die wir im Endeffekt hier haben, sind dann, wie gesagt, die Oberhäupte hier alle abzuschlachten.
Ah, ich dachte, dass das Rambo hier wieder mit uns unterwegs ist, aber anscheinend nicht. ...48 haben wir schon. Komm, Bar brauchen wir noch. 170. Ne, hier vorne werden eigentlich die meisten. Wir patrouillieren die meisten immer hin und her. 93. 200. Können wir gleich wieder alles zurückfliegen. Wir werden irgendwann dismounted, wenn wir zu weit fliegen sollten. Aber es soll sich ausgehen, dass wir bis ins Lager reinfliegen. Wie sich der Nachtelf einfach freut, wie er hier oben sitzt und danced. What the fuck? Diese Dance-Moves. Not bad, not bad. So, wenn wir das jetzt abgegeben haben, dann sollte sich das eigentlich alles wieder beruhigen. Oder ihr werdet fallen gelassen. Nein. Oberst Drottmann. 12.000 DB, Erfolg gibt's auch. Tötet General Torgizok, Drachenlord Neralak und Oberster Hexenmeister Xilun. Machen wir natürlich, das nehmen wir jetzt wieder an. Und als Abschluss kriegen wir hier nochmal 12.000 EP für die Quest, dafür, dass wir hier nochmal 3 Mobs killen gehen. Und dann können wir schon ab in die Sümpfe des Elends mit der Rakete, die wir das letzte Mal hatten. Ach, jetzt haben wir ihn wieder mit, genau. Ah, die laufen hier immer noch panisch durch die Gegend. Kann ich mich wieder verkleiden? Nein. Oh mein Gott. Es sind halt mega viele Gegner jetzt unterwegs. Oder? Ja, nicht mehr so viele. Gehen wir als erstes in die Höhle rein. Ich glaube, der Hexenmeister war sowieso jetzt in der Höhle unten. Ich glaube, die haben irgendwie Positionen gewechselt am Ende, wenn ich mich nicht irre. Agron war die? Ach, die Agro ich sogar. Was? Wie kann ich den... Der ist halt panisch bis zum Gegner, aber den Agro ich natürlich, wenn ich vorbeirenne oder was. Ich hoffe, der resettet irgendwann. Nicht, dass die komplett buggen. Naja, okay. Dann heal ich mich lieber nochmal voll hier. Der hat mir gerade ordentlich gegeben. Ist die Höhle jetzt besser bewacht? Ah ne, die Flammenkin sind ja jetzt alle hier drinnen. Die haben wir ja hier alle freigelassen in der Höhle. Jetzt sprinten wir einfach nur durch. Das können wir alles ignorieren und töten im Endeffekt nur den Quest-NPC, den wir brauchen. Der sollte hier stehen. Genau, der Hexenmeister steht nämlich jetzt hier unten. Rambo, wo bist du? Er ist nicht hier. Ah, jetzt ist er wieder hier. Ach, jetzt schießt er den schon. Kein Ding, Mann. Der fängt auch nicht an. Was für Blutsauger. What the fuck? Nein! Okay, das nächste Mal sollte ich vorher die anderen auch noch killen. Phew. Zum Glück waren da gerade nicht mehrere. Ich hatte gar nicht dran gedacht, dass sie mich überhaupt aggroen können. Aber wenn die Wichtel halt out of fight sind, dann ist schon klar. Ich glaube, er aggroet jetzt wieder alles beim Rausgehen, oder? Naja, egal, er macht das schon. Die haben aber nicht lange durchgehalten. Ein paar Wichtel haben gewonnen, ein paar Hexenmeister haben gewonnen. Wer gewinnt hier? Ich glaube Wichtel, oder? Ne, gerade nicht. Ganz schnell raus hier. Kein Bock auf den Scheiß. Ich will lieber ganz nach oben durch. Ist er schon wieder hier? Ja, schon wieder hier. Können wir die hier auch skippen? Oder kann ich überhaupt gleich hier rüber gehen? Nein, das geht sich nicht aus. Fuck. Rambo, beruhig dich. Nice. Braver Rambo. Sollen wir zuerst unten? Ich glaube, ich gehe zuerst wieder unten rein. Es kommt jetzt drauf an, wie viele Mobs hier gerade warten. Ob ich von oben runterspringe oder? Ich kann, glaube ich, hier durchlaufen einfach. Bin ich ein bisschen schneller. Außerdem aggro ich hier nichts. Oh, da haben sie den Grubenlord gelegt. Höllen. Was? Mondav. Oder was das heißen soll? Keine Ahnung. Was ist hier los? Die bewachen das aber. Die sitzen hier alle in der Luft. Schmeißt gelegentlich Feuer auf Kreaturen. Ich glaube, die müssen alle irgendwie aufs Klo. Die sitzen mega weird da. Ich bleib hier halt einfach stecken, Mann. Geht er wieder drauf, oder? Ne, der schlachtet hier alles ab. Kein Ding, Mann. Ich habe irgendwie Angst, dass ich hier irgendwas aggro... Nein! Full risky. Einfach durch. Wenn der jetzt alles aggroht, ich dreh durch. Ich schwöre dir. Ich habe halt Angst, Mann. Wo ist der jetzt? Ich kann hier echt nicht einfach killen gehen. Das kann ich nicht machen. Wo ist er? Doch, jetzt ist er hier. Jetzt aggroen wir hier einfach. Scheiße, was machen die Damage, Alter? Aggro alles. Lass mal kurz Stealth gehen. What the fuck? Jetzt wäre ich fast gepanicked, Mann. Warum haben die hinteren auch geaggroht? Wie ging das gerade?
Da ging der Puls kurze Zeit nach oben. Ehre dem König. Hielen wir ihn auch nochmal voll lieber. Sicher ist sicher. So, jetzt aber. Jetzt ein General. Er hext halt einfach alles. Der fängt halt schon an zu schießen. Da stehe ich doch nicht mal an einem PC dran. So, jetzt brauchen wir noch den letzten. Puh. Stealth ich aber trotzdem wieder raus. Jetzt kann er im Endeffekt wieder drauf gehen. Das ist mir jetzt egal. Ich mach diese Ohren. Jetzt, ich glaube, der letzte war ganz oben jetzt. Wie gesagt, ich glaube, dass die Positionen getauscht haben, weil vorher war doch dieser Drachenfürst ganz unten, wo wir die Wichtel freigelassen haben. Aber gut, die haben ja im Endeffekt schon irgendwas gelabert, von wegen die Hexenmeister trainieren dort unten, also. Müsst schon passen, wenn der Hexenmeister dann wieder unten ist. Hey, was ist hier los, Mann? Ja, genau. Please, damage. Irgendwann. Muss ich alles ziehen, damit ich einen Mob down kriege gerade. Oh Gott, hier ist viel zu viel. Nein, ich heal ihn. Wo ist er? Ich kriege ihn immer nicht ins Target jetzt. Overheal. Oh Gott, ich habe Aggro von dem hier. Manchmal ist es echt nicht so gut, wenn man alles skippen versucht. Vor allem eine Persona Quest, wenn es so abgeht gerade. Seid gegrüßt. Der reckt aber auch nicht von alleine, Mann. Ich muss ihn halt echt voll healen. Killen wir die zwei hier wieder. Ah, wenn ich mithelfe, geht es gleich ein bisschen schneller. Wow, Alter, dieser Breath immer. Ah, nochmal Stealth. Hey, was ist hier los, Mann? What the fuck? Aggro der? Doch, der Aggro. Ich glaube, ich kann aber so weit außen rundherum gehen, dass ich die hier wenigstens nicht aggro. Ich jetzt noch ein paar Kombo-Punkte ab, wunderbar. Dann tue ich mir gleich beim NPC noch mal ein bisschen leichter. Ach, natürlich ist hier auch so viel. Aggro da den wieder? Ja, den Aggro da. Ich gehe da jetzt aber nicht aus dem Stealth. Den kann er jetzt alleine machen, weil wenn ich jetzt hier rausgehe, dann aggro ich alles. Zwei Hexenmeister? Ja, zwei. Pull mal ein. Den anderen auch geaggrot? Doch jetzt. Warten wir mal ein bisschen, bis er irgendwie Probleme kriegt, aber sieht nicht so aus. So, jetzt komme ich. Ich muss hier halt echt nichts machen, er macht halt alles alleine. Das Witzige ist, ich krieg halt immer EP dafür. So, jetzt können wir hier reingehen und den letzten noch killen. Erstmal alle Bleedings drauf. Ab hier die Party. Nice. Aufgabe abgeschlossen. War das das letzte? Das war das letzte. Jetzt raus hier. Jetzt nehmen wir aber die Abkürzung über den Berg hier runter. Scheißegal, ob ich Fallschaden kriege. Hauptsache weg von dem Berg, Mann. Da ist der eine, der panikt, der mich vorher wieder geaggrot hat, warum auch immer. Sprint lieber nochmal. Geh mal alles im Stealth jetzt durch. Ich glaube aber, wenn ich die Quest hier abgeschlossen habe, dann sollte hier eigentlich wieder alles despawnen. Dann haben wir hier wieder ein bisschen freieres Feld. Dann kann ich leichter zu der Rakete rüber. Weil das sollte wirklich die absolut letzte Quest sein, die es hier gibt. Und dann nächstes Questgebiet wartet. Das sind dann die Sümpfe des Elends. Ich vergesse immer den Namen. Ich verwechsel das immer Sumpfland und Sümpfe des Elends. Braucht ihr Hilfe? Oberstrottmann. Untersucht die Kiste. Genau, kriegen wir nochmal EP. Nochmal Gear, das wir nicht brauchen oder nicht anziehen dürfen. Sagen wir so. Aber Gold gibt's auch. Was, das hatte ich alles nicht als Vorlage? Ich habe hier gerade drei Items als Vorlage bekommen. Warum hatte ich das nicht? Ich habe hier schon tausendmal durchgequestet, inklusive in Cutter halt. Sicher schon zwei, dreimal. Da hat es mir wohl einige Sachen nicht übernommen, Blizzard. Was sollte das denn? Und jetzt ab zur Rakete. Ab in die Sümpfe des Elends. Uah. Können wir da alles rüber segeln und dann können wir uns wieder ins Gasthaus stellen, damit mein blauer Balken natürlich erhalten bleibt. Sollten wir hier mit ihr reden? Genau. Bringen uns rüber und das war's dann auch für die Folge. Wir haben das Questgebiet durch, das heißt nächstes Questgebiet, das wir durchmachen, sind die Sümpfe des Elends. Da sollten wir auf jeden Fall 58 oder höher kommen und danach, ja, höchstwahrscheinlich noch verwüstete Lande werden wir noch brauchen, damit wir 60 erreichen ohne Account Gear.
Vielleicht kommen wir auch noch höher als 60, vielleicht schon 61 in verwüstete Lande. Dann gibt es relativ viele Quests, relativ viele einfache Quests. Und das werden wir natürlich ausnutzen, um noch mal ein bisschen Vorsprung rauszuholen, bevor wir in die Scherbenwelt gehen. Denn in der Scherbenwelt wird es wirklich ein bisschen schwerer. Und ja, wie gesagt, das war's. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr, auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.